So, Socken sind da. Du hast eh alles eingepackt. Ja, hoffentlich. Ja, hallo, servus, grüß euch. Willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Hallo, Dio. Wir sind immer noch am selben Tag. Wir sind immer noch in Samstag, in was haben wir heute eigentlich? Im 14. Im 14. haben wir, ja. Ja, wir waren nämlich vorher nur in der Post eingeladen. Und ja, wie spät ist jetzt? Jetzt ist 10 nach 3. 10 nach 3, das geht nur, dass man noch einen gemütlichen Kletterschnack macht in Bad Ischl auf der Katrin. Ja, und Richard hat da seine Socken ausgehängt, ja, zum Lüften. Man riecht schon ein wenig. Man riecht es ein bisschen, ja. Wer das vorige Video gesehen hat, weiß, warum wir das jetzt machen. Von der Post angeklommen. Die sind nämlich nicht durchgeschwitzt, dass was anderes passiert. Naja, wir melden uns dann, wenn wir im Klettersteig drinnen sind. Also, wenn das interessiert, bleibt dran. So, den Aufstieg zum Klettersteig haben wir geschafft. Wir sind da ca. 40 Minuten im Gelände aufgegangen. Wir ziehen sie da jetzt an. Ja, ich kann das ja schon merken. Und dann haben wir uns da auf, die Katrin. So, der Grund, warum wir jetzt kurz anhalten bei dem Video ist, ich habe das ja gesehen, beim Richard ist gerade ein richtig fetter Star auf dem Unterarm gelungen. Und warum das passiert ist, werdet ihr es dann noch gleich sehen. Es sind nämlich zwei totale Anfänger in den Klettersteig eingestiegen, die was eigentlich keine Ahnung haben, was die machen. Das sind vielleicht jetzt 20 Höhenmeter gewesen oder 30 im Klettersteig und die sind immer voran und immer zurückgekommen. Der eine ist im Radlhelm da aufgegangen. Ja, ich werde das ja gleich sehen. Everything is okay? Oh, we must go down because it's too hard on there. Too tired. Yeah. Then better turn around because yes, it's long. Yes. No problem. That's fine. If you need help, yell. Yes. If you need help, we hear. Okay. Thank you very much. By the way, do you have a rope here? No. No.
I think you can't help us anyway. So you have to go slow. Slow, very slow. Yeah. And the cabin is open. Jetzt ist schon wurscht. Rechts oder links auf? Ja. Aber da hätte der Zustieg auch verschossen, dass ich so warm ist. Ja. So ein griffiger Felsen, ha? Griffig ist er gescheit, gell? Ui, Gas. Der Felsen, den der Hund runterdrehen hat, ist mir genau da drauf gefallen. Wirklich? So ein Ding. Okay. Das war die Maße, dass die Latschen den angefedert hat. Ja, schau dir das an. Oh, holy shit, Alter. Ein gescheites Kaliber, gell? Bist du fertig? Wahnsinn, das ist ein Gerät. Bist du fertig? Geil. Geil! Ach, haben wir schon wieder was gekriegt. Heute aber sehr ein geiler Tag. Das passt eh. Das passt. Werde trunken. Das Logbuch. Ich kann mal wieder ein Gedicht einschreiben, wie letztes Mal. Das Wandbuch. St. Wolfgang Blick. Da drüben. Was sagt? Da wäre schickst St. Wolfgang. Das ist nämlich genau hinter dem Hügel dort, hinter dem Hügelstein. Das ist St. Wolfgang. Ja, in See siehst du halt, ne? Ja. Da müsste irgendwo die Pamela heute sein, gell? Die sind da drüben. Der Cousine. Platz, ja. Auf der linken Seite. Links, ja. Ja. Schöne ich Grüße, Pamela. Ich glaub links. Riecht der Pamela so mit schöne Grüße aus, Richard? Hey Pamela, ja, wir sind gerade in der Richtung, ja. Genau. Wir sehen dich. Irgendwo da unten am Wolfgangsee liegt sie wahrscheinlich gerade in der Sonne. Wir gewöhnen sie noch im Bergauf. Ja, so weit ist sie nicht mehr. Ja. Mal schau her, eine schöne Blume. Falls irgendwer die Blume kennt, kann sie wieder in die Kommentare schreiben. Ich kenne es nämlich nicht.
Naja, ich werde es noch strenger und dann gibt es noch ein Fazit zum Klettersteig. So, wie ihr gesehen habt, wir sind angekommen am Gipfelkreuz. Oh, gemütliche Kletterei zum, zum Abschluss des Tages, oder Richard? Ganz gemütlich gewesen da auf der Katrin, ja. Hast du auf die Uhr geschaut, wie lange haben wir gebraucht? Und hast du drauf gedruckt, am Anfang vom Klettersteig, oder? Ah, von der Seilbahn bis auf 1 Stunde 49. Okay. Ja, 40 Minuten rechnest du weg. Ja. Am Momo braucht, mein Stück, eine gemütliche Stunde, ja. Haben wir gebraucht. Ja, mit Anziehen und alles. Mit Anziehen und alles, ja. Und die haben uns aufgehört, dann die zwei Tschechen, ja. Ja. Habt ihr gesehen im Video? Ja. Ja, aber ganz gemütlich. Top Ausblick auf jeden Fall da hier oben. Ja, Ritschi gefällt da sogar mehr wie auf der Trochmann, ja. Das verstehe ich nicht. Da sieht man in Wolfgangsee, in Hallstätter See sieht man sogar bis zum Traunsee sieht man hintere. Ausblick 100 Punkte. Ja, hast du einen richtigen, einen 5-Seen-Blick hast du, gell? Irgendwo ist eher so doof gewesen. 5-Seen-Blick, gell? Nein, war ganz gemütlich. Zum einen kommen für die Saison viele Leute, die sie wieder mal auf dem Klettersteig haben wollen, ist das ideal eigentlich. Ja. Also, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und uns wird es sicher in der Kombi wieder bald einmal sehen. Wir haben einiges vorher. Ein bisschen was hätten wir noch offen, ja. Das Ziel war eigentlich der April Klettersteig, dieses Jahr. Ja. Wenn es sich dieses Jahr nicht ausgeht, dann nächstes Jahr. Da schauen wir, wie die Form ist am Ende die des Form. Jahres. Ja, genau so ist es. Genau. Ein bisschen weniger Schweinsbraten von der Frau oder weniger Schnitzel von der Frau Hell essen, gell? Schöne Grüße. Also, dann, ich wünsche euch was. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Einen kleinen Nachtrag noch. Für diejenigen, die sagen, warum fahren wir denn mit der Seilbahn rauf? Aber wie gehen wir zu uns, gell? Wir sind eigentlich nur mit der Seilbahn raufgefahren. Weil es schon so spät war. Jetzt gehen wir es eh schon leicht. Und jetzt haben wir sie da die Skipisten runter.